Ein eleganter gotischer Glockenturm erhebt sich über der Stadt Senlis. Die alte Römer- und Königsstadt liegt 50 Kilometer nördlich von Paris. Hier leben die Einwohner in großen Anwesen. Und hinter den schweren Türen verbirgt sich so manches Geheimnis. In der von Stadtmauern umgebenen Stadt entfaltet sich das Schicksal der Ausnahmekünstlerin Seraphine. Sie ist Putzfrau und Malerin. Martin Provost verfilmt ihre Geschichte 2008 mit Yolande Moreau in der Titelrolle und gewinnt damit 7 César. In Senlis wuchert die Natur in den Straßen. Und die Autodidaktin Seraphine Louis lässt sich von dieser Kulisse bis zur Besessenheit inspirieren. Sie erhält den Beinamen de Senlis. In dieser so frommen Stadt ist sie von einer mystischen Kraft besessen. Ihre bunten Werke, die sich zwischen der Art Brut und der naiven Kunst bewegen, lassen dem Betrachter den Kopf schwirren. Kilometer von Senlis entfernt, wird Seraphine 1864 in eine ärmliche Familie hineingeboren. Felder, Blumen, Tiere und große Bäume prägen ihre frühen Jahre. Als sie mit 7 zur Vollweise wird, wird sie von ihrer großen Schwester erzogen. So verbringt sie bereits ihre Kindheit abseits der anderen. Seraphine war vermutlich schon als Kind eine Einzelgängerin. Nach der Schule musste sie sich um die Tiere auf dem Hof kümmern. In der Natur beobachtet das wortkarge Kind alles, was wächst. Noch malt Seraphine nicht, doch sie fühlt die Natur und verinnerlicht ihre Erfahrungen. Sie klettert auf Bäume und pflückt Blumen. Später wird sie schöne Sträuße zu Papier bringen. Das Bild, von dem wir annehmen, dass es Seraphines erstes ist, stellt einen Strauß in einer Vase dar, die keine wirkliche Vase ist. Es ist auf Papier gemalt. Seraphine probiert sich aus. Es ist ein sehr naiver Stil und könnte von einem Kind stammen. Ich mag die Farben, das Licht. Ich mag die Bäume, Blätter, Früchte und Vögel. Besonders gefallen mir die Federkleider von Fasanen, Pfauen und Perlhühnern. Ihre Kindheitserinnerungen zeigen sich in den Blättern auf ihren Gemälden. Oft sehen die Blätter wie Federn aus. Und zwischen den Blättern und Blüten blicken den Betrachter Augen an, wie die auf Pfauenfedern. Sie stellt die Natur so dar, wie sie sie empfindet. Und das ist eine ganz andere Natur als die, die wir sehen. In jungen Jahren geht Seraphine für 20 Jahre als Laienschwester in ein Kloster. Erst nach dieser Zeit, abseits der Welt, kommt sie nach Senlis. Im Alter von etwa 40 Jahren beginnt sie als Putzfrau bei gutbürgerlichen Familien zu arbeiten. Die gotische Kathedrale von Senlis ist berühmt für ihr Marienportal. Es zeigt die Jungfrau umgeben von Aposteln und mehreren Engeln, den feurigen Seraphim, nach denen Seraphine benannt ist. Die Seraphim gelten in der jüdischen, christlichen und islamischen Literatur als Wächter von Gottes Thron. Als wäre es ihm vorherbestimmt, trägt auch der Pfarrer von Notre-Dame de Senlis den Namen Seraphin. Die Seraphim schweben im Angesicht Gottes. Sie sind die Brücke zwischen Gott und den Menschen. Es sind geflügelte Wesen. Sie haben Flügel und sie fliegen. Sie umschweben Gottes Thron. Sie breiten ihre Flügel aus und preisen Gott und singen. Ich höre oft, ah, die Seraphim. Seraphin, du bist ein Engel. Doch dann antworte ich, ich bin keiner. Ich, Pater Seraphin, bin kein Engel.
Seraphinen gefällt es an diesem heiligen Ort. Sie verehrt die Jungfrau. Hier in stiller Andacht will sie von Maria den Befehl empfangen haben, zu malen. An diesem Ort kommuniziert sie. Sie ist sich sicher, dass da oben etwas ist. Wenn sie hier ist, empfindet sie eine innere Ruhe, denn sie hört Stimmen. Sie unterhält sich mit der heiligen Jungfrau. Diese bittet sie zu malen und gibt ihr Ratschläge. Male, Seraphin, male zur Ehre Gottes. Das ist Marias Wille. Ich werde wiederkehren und dir Weisung geben. Seraphin lässt sich sicher von den bunten Kirchenfenstern inspirieren. Sie haben leuchtende Farben, intensives Blau, Rot und Gelb. Vielleicht sagen ihr aber auch die Statuen, die menschliche Form der Heiligen, etwas. Wie die heilige Thérèse de Lisieux spricht Seraphin die Sprache der Blumen. Wie sie möchte sie Rosen vom Himmel regnen lassen. Ich bin das Blumenmädchen der Jungfrau. Ihr mystischer Wahn manifestiert sich nicht in ihren Bildern, denn sie malt nur Blüten, Blätter und Früchte. Aber ihre Bilder zeigen häufig geradezu übernatürliche Farben. Das Rot erinnert ans Feuer. Seraphin hat viele Predigten, Episteln und Evangelien gehört, in denen oft vom Feuer die Rede ist. Vielleicht sind diese Rottöne eine Erinnerung an ihre Erlebnisse in der Kathedrale. All das tue ich für die Jungfrau Maria. Die Sonne ist Gott und es sind die Früchte des Paradieses. So stelle ich es mir vor. Seraphins Gabe an Gott sind ihre Werke. So dankt sie ihm und vielleicht ist es für sie der Weg zu vollkommener Glückseligkeit. Noch heute huscht der Schatten einer unbeholfenen, wissbegierigen Malerin über das holprige Pflaster von Senlis. Sie ist immer allein mit ihrem Strohhut und denselben Kleidern voller Farbflecken durch die Straßen gegangen. Ihr rotes Haar war unfrisiert. Sie hat mit sich selbst gesprochen, gesummt und gemurmelt. Seraphin stellt ihre eigenen Mixturen her. Sie mischt ihre Farben mit Materialien, die sie im Wald findet, mit Schlamm aus dem Moor und Erde von den Feldern. Sie bemalt die unterschiedlichsten Dinge. Oft malt sie nachts bei Kerzenschein. Das Obst ist sehr realistisch dargestellt, aber es schwebt in der Luft. Die Blätter sind oft symmetrisch angeordnet oder auch einzelne Obststücke, wie hier die Orangenspalten. Sie sind seitlich angeordnet. Wahrscheinlich hatte sie das aus botanischen Lehrwerken. . 1912, im Alter von 48 Jahren, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Der deutsche Kunstkritiker und Sammler Wilhelm Uhde macht in Senlis Urlaub. Er ist der Entdecker des naiven Malers Henri Rousseau und einer der ersten Picasso-Käufer. Er kennt sich in der Pariser Kunstszene aus und lernt Seraphin per Zufall kennen. Sie ist seine Putzfrau. Ihr Talent und ihre Persönlichkeit fesseln Uhde. Es ist die Begegnung zweier Außenseiter. Wilhelm Uhde war Jude, Deutscher und homosexuell. Das war damals nicht einfach und in Frankreich noch gesetzeswidrig. Als er Seraphins Malerei entdeckte, haben ihn vermutlich die Farben fasziniert. Aber auch die Technik und die Tatsache, dass Seraphin nie Malunterricht genommen hatte.
Wilhelm Uhde verleiht ihr den Status der Künstlerin. Er macht sie in Paris bekannt und bezahlt ihre großen Leinwände. Dadurch kann sie ihr Talent entfalten. Von kleinformatigen, realistischen Bildern geht sie zu großen Formaten über. Sie schüttelt nach und nach den Realismus ab und lässt ihrer Fantasie freien Lauf. Die finanzielle Unterstützung durch Wilhelm Uhde erlaubt Serafin eine gewisse Unabhängigkeit und sie malt bis zur Erschöpfung. Ihre Kunst wird immer besser und ihre Bilder gewinnen an Wertschätzung. Sie arbeitet in einem kleinen Zimmer mitten im Stadtzentrum. Heute mischt hier Jean-Pierre Vong in ebenso einsamer Begeisterung seine Farben. Ich glaube, sie wollte ihr angestautes Ich hinauslassen. Sie putzt den ganzen Tag, sie ist nicht sie selbst. Nur abends, nachts, ist sie sie selbst. Und dann lässt sie es sprudeln. Ihr Inneres läuft über. Darum haben die Betrachter ihrer Bilder einen direkten Zugang zu ihren Emotionen. Ihr Pinsel ist direkt mit ihrer Seele verbunden, ihrer inneren Kraft. Er nimmt nicht den Umweg über den Verstand. Das interessiert mich an Serafins Arbeit. Denn wenn ich diese übersprudelnde kreative Energie spüre, muss ich alles andere liegen lassen und mich nur dieser widmen. Man wird in eine andere Welt entführt. Die Malerei ist mein Leben, sie ist das Licht. Doch um zu leben, muss ich putzen. Eine Flamme verschlingt sie von innen. Auf einem Gemälde sieht man eine zweigeteilte Welt. Sie stellt das Gute und das Böse dar. Man sieht Himmel und Erde. Aber ich denke, es bedeutet mehr. Für Serafin sind es das Paradies und die Hölle. Das ist ihre Persönlichkeit und das ist ihre Rettung und am Ende auch ihr Untergang. Ende der 20er Jahre kaufen die renommiertesten Kunstsammler ihre Bilder. Doch das endet abrupt, als der Kunstmarkt 1929 aufgrund der Weltwirtschaftskrise zusammenbricht. Es ist ihre geniale Periode, denn endlich hat sie die Mittel, das zu malen, was sie wirklich beschäftigt. Aber es ist auch die Zeit, in der sie langsam abbaut und immer wieder megalomanische Phasen hat. Die Leute haben Angst vor ihr. Es gelingt ihr nicht mehr, die Realität aufrecht zu erhalten. Von der freundlichen Irren wird sie zur furchteinflößenden Irren. Ihre letzten Bilder sind auch viel düsterer. Bei den Disteln zum Beispiel sind die Blüten nicht ausgeformt und sie malt wieder kleine Formate. 1932 wird sie eingewiesen und danach fasst sie nie wieder einen Pinsel an. Serafin wird in die Nervenheilanstalt von Clermont-de-Loise eingewiesen. In ihrer Akte heißt es: chronische Psychose mit Größenwahn, Verfolgungswahn, sofortige Einweisung. Ihr Zustand verschlechtert sich. Von der Welt vergessen stirbt Serafin während des Zweiten Weltkriegs an Hunger und Kälte. Im beschaulichen Senlis scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. An der Anmut der Stadt, die Serafin einst so berührte, hat sich nichts verändert.